Gedankenanstoß. Das Erzählbild am Altar. Hier in St. Martini in Stöckheim haben wir für die Zeit ab Trinitatis, also die Zeit, in der wir jetzt sind im Kirchenjahr, dieses tolle Parament. Es spricht von der gesamten christlichen Theologie, erzählt uns von Gott und bebildert praktisch das, was wir als Evangelium im Gottesdienst hören. Da ist die Weltkugel mit dem Kreuz darauf. Gott ist für die ganze Welt Mensch geworden und hat sich für die ganze Welt hingegeben, so glauben wir es im Christentum. Er hat die ganze Welt erlöst. Gott liebt alle seine Kinder und ist auf alle seine Kinder so zugekommen wie eine gute Mutter oder ein guter Vater, das mit seinen Kindern tut. Unten am Kreuz ist der Kelch. Das Kreuz wächst durch den Kelch hindurch, steht praktisch sozusagen in dem Kelch oder dahinter, hat ihn als Wurzel, die Seele Jesu Christi. Was wir Blut Jesu Christi nennen, ist eigentlich einfach das, was ihn ausmacht, das soll es heißen, das, was ihn damals ausgemacht hat und das, was ihn jetzt noch ausmacht. Wir nehmen einen Anteil Gottes in uns auf, wenn wir Abendmahl feiern. Daher steht der Kelch unten am Kreuz. Er ist die Wurzel der Liebe Gottes, die sich im Kreuz gezeigt hat. Das Brot daneben, Kraft, Stärkung für die Welt, rechts unten die Ähren, aus denen das Brot hervorgeht. Gott sorgt für das Leben in der Welt, für alle Lebewesen sorgt Gott, macht, dass wir Nahrung haben. Und dann ist da links der Weinstock, die Weintrauben. Sie sind die Grundlage für das, was in den Kelch kommt. Gott soll gesagt haben, in Jesus Christus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt, der wird viel Frucht tragen, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Saftige Weintrauben, voller Leben, die unsere Lebenskraft symbolisieren. Dann oben auf der Weltkugel der Fisch, fast wie ein springender Fisch sieht er aus. Vielleicht springt er von der einen Seite des Kreuzes zur anderen. Der Fisch, ein Symbol des Christentums. Wir sind alle wie lebendige Fische. Ein zweiter Fisch davor, er schwimmt in die andere Richtung, springt vielleicht auch in die andere Richtung. Wie schon die Fischer damals zu Jüngern wurden, manche jedenfalls, so sind auch wir wie die Fische im Wasser, wenn wir mit Gott zusammen sind und Gott mit uns. Die Taube des Heiligen Geistes fliegt schräg von oben vor das Kreuz. Manchmal denke ich, wenn ich vor dem Bild sitze, sie sieht ein bisschen so aus, als wenn sie auf den Kelch zufliegt oder vielleicht auch im Sturzflug ist, wer weiß. Sie hat aber einen Ölzweig im Schnabel. Der erinnert uns daran, als Gott mit Noah seinen Bund geschlossen hat, kurz vorher wird erzählt, dass das erste Zeichen dafür, dass die Sintflut zu Ende geht, dass eben Gottes Zorn auch zu Ende geht, der Ölzweig war, den die Taube damals zu Noah zurückgebracht hat. Land war in Sicht. Und so ist auch oben auf dem Kreuz das Boot, das Segelboot, ein Schiff. Der Mast als Kreuz, davor das Segel, der Heilige Geist als die Kraft, die uns antreibt, wie der Wind ein Segelboot treibt. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Davon gibt es ein schönes Lied und daran denke ich immer, wenn ich dieses Bild betrachte. Oben am Kreuz, sozusagen die Krönung des Ganzen, das wird die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die auf Gott vertraut und die dadurch zusammenhält, wie Menschen auf einem Boot. Und ich denke an die Geflüchteten auf dem Mittelmeer. Wir sind genauso mit denen in einem Boot. Wir sind mit allen Menschen in einem Boot.
wie wir mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn hier in einem Boot sind. Und manchmal werden die, die fern sind, zu unseren Nachbarinnen und Nachbarn, weil die mit uns in einem Boot sitzen. Mir sagt dieses Bild, dass wir alle zusammengehören, dass das Kreuz wie ein Verbindungsband der Welt ist und kein Teil ohne den anderen kann, alle Teile aber insgesamt ein Ganzes ergeben. Eine schöne Welt, die zusammengehalten wird und die nicht für alle Menschen schön aussieht, die aber Gottes Heiligen Geist hat. Und wir können mit Gottes Liebe lieben, sodass die Welt für alle Menschen ein bisschen schöner wird.